Hey Leute, ich habe euch jetzt hier den künstlichen Masseblock mitgebracht. Um den künstlichen Masseblock zu erklären, muss ich jetzt etwas weiter ausholen. Ihr wisst ja bestimmt, dass Raumschiffe, Stationen und so nicht von ihrem eigenen Gravitationsfeldgenerator beeinflusst werden, beziehungsweise auch von Fremden. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mehrere Schiffe nebeneinander habe und die Gravitationsfelder die anderen Schiffe berühren, habe ich keinen Effekt, außer dass die Gravitation für mich stark zunimmt. Aber wir können jetzt so machen, dass auch unsere Schiffe von diesem Gravitationsfeld beeinflusst werden. Das schaffen wir mit diesem künstlichen künstlichen Masse. Wenn dieser Block unter Strom steht, hat er eine Masse von 50.000 Kilo. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ziemlich viel, vor allen Dingen wenn es später um Planeten gibt, da sollte man diesen Block wahrscheinlich nicht mehr so aktiv benutzen, aber jetzt im Weltraum gibt es dafür einige interessante Verwendungszwecke. Der hauptsächliche Verwendungszweck, den ich bis jetzt dafür gefunden habe, ist, dass man diesen Block als Antriebssystem benutzt. Und das Ganze möchte ich euch mal hier gerade demonstrieren. Ich habe hier auf einem großen Fahrwerk einen künstlichen Masseblock, dazu einen Generator und hänge jetzt hier noch einen Gravitationsfeldgenerator dran. Wenn ich dann jetzt hier das Fahrwerk entferne, seht ihr, wie extrem schnell dieser Torpedo beschleunigt. Und sowas ähnliches kann man auch für kleine Schiffe machen. Das hat nur einen anderen Verwendungszweck dann nachher. Als Beispiel... Moment. Als Beispiel wird mir da direkt einfallen, in einem großen Raumschiff kann man dadurch ein Abschusssystem bauen, um kleine Raumschiffe aus dem Großen raus zu katapultieren. Das bedeutet, unser kleines Schiff braucht einen künstlichen Masseblock. Unsere Station braucht so einen Generator und ihr seht, wir werden ziemlich schnell auf eine ziemlich hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Also ist doch schon mal ziemlich cool. Ein anderer Verwendungszweck wäre zum Beispiel, dass man damit auch Torpedos baut. Halt eben auch dann jetzt als Antriebssystem, aber es funktioniert. Dann braucht man einfach nur einen Reaktor, einen Schwerkraftsgenerator, künstliche Masse und einen Sprengkopf. Okay, sage ich es anders, es sollte funktionieren. Das Problem war gerade, dass das Gravitationsfeld hat ihn beeinflusst. Dann schauen wir hier erstmal. Und wir sehen schon mal, es macht einen ordentlichen Wumms. Weil ich euch das jetzt wirklich zeigen möchte, habe ich das Teil zum Glück mittlerweile als Blaupause irgendwo gespeichert. Hier ist es. Und dann machen wir das jetzt doch einfach. Na, geht doch. Und ihr seht, sogar an Schiffen macht das Teil ordentlich Schaden. Das schafft man mit einer normalen Bewaffnung eigentlich fast gar nicht oder nur sehr schwer. Der Hauptverwendungszweck, zu dem ich es jetzt benutze, ist als Antriebssystem in großen Schiffen, aus dem ganz einfachen Grund, wir können mit so einem System unsere großen Schiffe eigentlich schon verdammt schnell beschleunigen, das ohne einen großen Aufwand, und ich zeig's euch einfach. Ich habe hier zum Beispiel gerade zwei Gravitationsfeldgeneratoren. Hier habe ich dann künstliche Masse und dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Das hier ist eins meiner alten Schiffe, also nichts wirklich Ausgereiftes, aber hierfür reicht's. Als erstes müssen wir darauf achten, dass wir kein anderes Gravitationsfeld anhaben, das heißt der normale Gravigenerator muss ausgemacht werden. Die beiden, die ich euch gerade gezeigt habe, werden angemacht, die künstliche Masse wird angemacht, die Trägheitsdämpfer aus und schaut unten auf die Geschwindigkeit. Für so ein großes Schiff tue ich doch ziemlich flott gerade beschleunigen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich gerade nur zwei Gravitationsfeldgeneratoren drin habe und vier künstliche Masse. Also das ist jetzt nicht wirklich viel und wenn man damit noch mehr arbeitet, tut man wirklich noch viel schneller beschleunigen. Um das hier zu bauen, ihr habt ja gesehen, braucht man einfach nur Gravitationsfeldgeneratoren, die das Feld in die Richtung erzeugen, das wir gerade brauchen. Ich kann ja hier auch das Feld umdrehen zum Bremsen. Und wenn unser Schiff in irgendeine Richtung abdriften sollte, müssen wir einfach nur einen künstlichen Massepunkt in die Richtung legen, in die wir abdriften. Wenn wir schneller werden wollen, brauchen wir einfach mehr Masse oder mehr Gravitationsfeldgeneratoren und das funktioniert wirklich richtig gut. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen leichten Einblick darin verschaffen, wie diese Blöcke funktionieren, was man mit denen so machen kann. Und falls euch noch was Schönes einfällt, lasst mich einfach wissen. Viel Erfolg beim Ausprobieren.